Leitmedien vor allen Dingen haben sich sehr eindeutig auf die Seite der Politik gestellt, haben Politiker sprechen lassen. Journalisten wissen zweitens, dass sie Einfluss auf die Menschen haben, dass sie eine Wirklichkeit formen, an der die Menschen draußen im Lande nicht vorbeikommen. Und dann Punkt drei ist, dass in eine Position wie die von Klaus Kleber nur der kommt, der erfolgreich sozialisiert worden ist. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch bei Epoch Times. Mit meinem heutigen Gast möchte ich sprechen über hegemoniale Diskurse in der deutschen Medienlandschaft, über Deutungshoheit in Zeiten von Fake News und Faktencheckern und der Frage nachgehen, inwiefern freie und unabhängige Berichterstattung gegenwärtig überhaupt noch möglich ist. Hierfür begrüße ich den Professor für Kommunikationswissenschaften an der LMU München, Dr. Michael Mein. Guten Tag, Herr Dr. Mein. Hallo, Flavio von Witzleben. Ja, Herr Mein, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Interview zu führen. Ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, wie es um die Pressefreiheit in diesem Land steht. Einige Akteure äußern ja immer wieder Bedenken bezüglich des sich verengenden Meinungskorridores und machen hierfür in erster Linie die Presse bzw. die Medien verantwortlich. Doch bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, erstmal eine naive Einstiegsfrage zu Beginn. Welche Aufgabe hat denn die Presse, die Medien, die sogenannte vierte Gewalt in einer liberalen Demokratie? Meiner Meinung nach sollte die Presse alle unterschiedlichen Themen und alle unterschiedlichen Perspektiven auf diese Themen auf die große Bühne bringen. Ich nenne das gesellschaftlicher Auftrag Öffentlichkeit. Wir leben in einer komplexen, für den Einzelnen nicht mehr überschaubaren Gesellschaft. Es muss eine Instanz geben, die uns ermöglicht, auf die anderen zu schauen, auf die, die andere Themen für wichtig halten, auf die, die andere Perspektiven auf diese wichtigen Themen haben. Das müssen Medien leisten. Das muss der Journalismus leisten. Ich brauche eigentlich dann nicht mehr die Einschätzung der Journalisten zu diesen Themen, sondern ich möchte wissen, worüber die Gesellschaft diskutiert. Was halten Sie von der These der Watchdog-Theorie, also dass Medien quasi eine externe Instanz sind, die Missstände und blinde Flecken des politischen Diskurses aufdecken und entlarven sollen? Sind Sie da auch Anhänger dieser Theorie? Ja, das ist eine Selbstbeschreibung des Journalismus, die den Journalismus aufwertet, aufwerten soll. Ich halte es für schwierig, wenn man sich auch die Kräfteverhältnisse anguckt zwischen den Redaktionen und dem politischen, wirtschaftlichen Establishment. Es ist für eine kleine, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ohnehin noch kleinere Redaktion nicht so einfach, Apparate zu kontrollieren, die nahezu unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung zu haben scheinen. Letztlich funktioniert dieses Watchdog-Dasein immer nur über undichte Stellen in Behörden, in Unternehmen, in politischen Parteien zum Beispiel. Ich brauche als Redaktion also Menschen, die mich mit Informationen füttern. Es gibt Ausnahmen in der Journalismusgeschichte. Es gibt immer wieder die eine Investigativreporterin, die einer besonderen Sache auf der Spur ist, aber das ist die Ausnahme. Ich würde für wichtiger halten, dass die Themen und Perspektiven für jeden sichtbar sind, damit sich die Bürger selbst eine Meinung bilden können, dann glaube ich, brauchen wir auch gar keinen Watchdog in diesem Sinne, dann würde eine wache, kritisch gestimmte Gesellschaft das von alleine leisten können. Jetzt sagten Sie ja gerade, dass Meinungspluralismus, Perspektivenvielfalt das zentrale Element des Journalismus sein soll. Jetzt erleben wir ja seit anderthalb Jahren eine Situation, wie wir sie in der Geschichte noch nie hatten. Die Grundrechte der Bürger wurden in noch nie gekanntem Maße eingeschränkt. Wie erleben Sie denn die mediale Berichterstattung jetzt in dieser Krisenzeit, würden Sie sagen, dass Sie dieser Aufgabe, die Sie gerade genannt haben, nachkommen und wirklich kritisch und reich an Perspektiven über diese Krise berichten? Oder würden Sie eher sagen, dass die Presse einen eher schlechten Job in dieser Zeit macht? Die Beurteilung hängt von der Funktion ab, die ich dem Journalismus zuschreibe. Deswegen ist, glaube ich, gut, dass wir damit angefangen haben. Wenn man das Virus vielleicht nicht für ganz so tödlich und gefährlich hält, wie es uns der herrschende Diskurs
zu erzählen versucht. Und wenn man die Maßnahmen für unangemessen oder zumindest für zu hart hält, dann wird man ein sehr kritisches Urteil fällen. Wenn man allerdings der Meinung ist, wir haben eine einmalige Situation, ein tödliches Virus, was so noch nie da gewesen ist, was mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden muss, auch mit den Mitteln des Journalismus, mit den Mitteln der Medien, dann wird man zu einem eher günstigen Urteil kommen. Medien haben sich, Leitmedien vor allen Dingen, haben sich sehr eindeutig auf die Seite der Politik gestellt, haben Politiker sprechen lassen auf den großen Bühnen, in den Talkshows, in den großen Zeitungen, haben die Maßnahmen der Politik befürwortet, oft sogar noch Verschärfungen der politischen Maßnahmen gefordert. Das erleben wir jetzt im Herbst 2021 wieder oft genau die gleiche Weise, wie wir das im Frühjahr 2020 erlebt haben, dass Leitartikler, Leitmedien, die Politik vor sich hertreiben. Wir erleben auch, dass das Virus und die Maßnahmen in eins gesetzt werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder konnte gar nicht anders, als den Katastrophenfall für den Freistaat auszurufen. Die Lage hat es einfach erfordert. Das Virus hat uns dazu gezwungen, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Dass Politiker Entscheidungen treffen, die immer auch anders ausfallen könnten, das geht dabei verloren. Wir erleben, genau wie wir das im Frühjahr 2020 erlebt haben, jetzt wieder in diesem Herbst 2021, dass ein einziges Thema die Medienöffentlichkeit dominiert. Wenn man von diesem Pluralismusmodell ausgeht, das ich an den Anfang gestellt habe, eine hochkomplexe Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen, auch thematisch unterschiedlichen Interessen, dann müssten wir eine viel, viel größere Themenvielfalt auch haben. Ich habe jetzt hier seit 4 Wochen Probeabonnements meiner Heimatzeitung in der Oberpfalz. Ich habe jeden Morgen auf der Titelseite das gleiche Thema und es wird jeden Morgen dramatischer. Heute explodieren die Zahlen in der Schlagzeile. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Mediendschungel. Die neue Epoch Times Wochenzeitung. Ausgewogener Journalismus und unabhängige Berichterstattung. Für kritische Leser und kluge Köpfe. Testen Sie jetzt 3 Ausgaben gratis und lesen Sie den Unterschied. Die Zahlen explodieren. Und wieder werden Zahlen aus dem Kontext herausgenommen. Wieder wie im Frühjahr 2020 wird mit Zahlen gearbeitet, ohne dass auf die Erhebungsbasis eingegangen wird, ohne dass man überhaupt weiß, wo wird im Moment getestet, wo gibt es da Probleme, was sagen diese PCR-Testergebnisse überhaupt aus. Aber das, was ich schon seit Frühjahr 2020 am Journalismus kritisiere, ist in den Redaktionen ganz offenkundig nicht angekommen. Hat natürlich auch mit politischer Kommunikation zu tun, dass die entsprechenden Informationen, die entsprechenden Daten einfach an die Redaktionen weitergereicht werden. Mhm. Also aus der Sicht des Pluralismusmodells fällt das Urteil sehr ungünstig, sehr negativ aus. Aus Sicht eines Verantwortungsjournalismus, einer Politik, vielleicht auch einer Wissenschaft, die sagt, der Journalismus muss seinen Teil dazu beitragen, dass die Pandemie bekämpft wird, wird das Urteil eher günstig ausfallen. Ja, zum Thema Verantwortung. Ihr Kollege Uwe Krüger, auch Medienwissenschaftler, schreibt in einer seiner Bücher vom Begriff der Verantwortungsverschwörung. Können Sie einmal ausführen, was er damit genau meint und wie dieser Begriff vielleicht auch auf die gegenwärtige Zeit anwendbar ist? Es ist interessant, dass diese Formel von 2016 stammt, aber ziemlich genau beschreibt, was wir seit März 2020 erlebt haben. Die Idee ist erstens, Journalisten wissen, was gut und richtig ist. Das ist oft das Gleiche, was Politiker, Menschen, die in Unternehmen das Sagen haben, für gut und richtig halten. Journalisten wissen zweitens, dass sie Einfluss auf die Menschen haben, dass sie eine Wirklichkeit formen, an der die Menschen draußen im Lande nicht vorbeikommen. Und das führt drittens dazu, dass sie beginnen, die Wirklichkeit, das, was ohne unser Wollen da ist, diese Wirklichkeit so zu formen in ihren Berichten, dass das, was sie für gut und richtig halten, wahrscheinlicher wird. Wenn man das auf die Pandemiesituation überträgt, heißt das, dass ich alle Informationen ausblende, die zum Beispiel Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung sehen, alle Informationen ausblende, die die Datenbasis, auf die sich politische Entscheidungen stützen, die diese Datenbasis anzweifeln, die zum Beispiel fragen, was sagen uns Inzidenzzahlen auf der Basis eines PCR-Tests überhaupt aus. Solche Sachen würde ich in diesem Kontext Verantwortungsverschwörung ausblenden, weil ich spüre, dass ich der Gesellschaft etwas Gutes tun muss, dass ich möglicherweise verantwortlich bin für tausende Tote, wenn ich Zweifel an der Impfung in meiner Berichterstattung sehe, zum Beispiel. Ist das auch das, was viele als Haltungsjournalismus beschreiben? Ja, ich finde interessant, diese beiden Begriffe in einer Formel zu verbinden, Haltung und Journalismus.
Haltung gehört für mich eher in den Bereich PR. Man könnte das auch mit Gesinnung übersetzen. Wenn Journalisten Haltungsjournalismus propagieren, dann machen sie eigentlich das Geschäft von PR, weil die Trennung ist für mich relativ einfach. Als Journalist bin ich im Auftrag der Öffentlichkeit unterwegs, im Auftrag der gesamten Gesellschaft. Bei einer Haltung vertrete ich nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft und das ist immer Öffentlichkeitsarbeit, PR. Das heißt, es gibt ja auch böse Zungen, die den Journalisten unterstellen, dass sie im Grunde genommen sich jetzt auch im Zuge dieser Corona-Thematik zu politischen Aktivisten hin entwickelt haben. Gehen Sie da mit oder sagen Sie, das geht zu weit? Es geht, glaube ich, sogar noch weiter. Wir erleben im Moment im Journalismus, im Beruf eine Debatte, was ist guter Journalismus? Eine Debatte um die Berufsideologie. Man war sich bisher relativ einig, dass Hans-Joachim Friedrichs und sein englischer, britischer Mentor von der BBC, dass das das Maß aller Dinge ist. Also sich mit keiner Sache gemein machen, auch dann nicht, wenn es eine gute Sache ist. Was wir im Moment erleben, ist eine breite Front, die für das plädiert, was Sie gerade Haltungsjournalismus genannt haben. Also dafür Farbe zu bekennen, sich schon als Aktivistin zu betätigen, das auch transparent zu machen und darin überhaupt kein Problem mehr zu sehen. Ich sehe darin schon ein Problem, weil wir ja beobachten können, dass das dazu führt, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung, möglicherweise nur eine Minderheit, aber immerhin ein relevanter Teil aus dem Raum des Sagbaren, aus dem öffentlichen Diskursraum ausgeschlossen wird, seine, ihre Themen nicht mehr vertreten sieht, sich möglicherweise radikalisiert, andere Räume sucht, die Straße sucht, Telegram-Kanäle sucht, um ihrer politischen Stimmung, ihrer Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Das ist langfristig gesehen für die Gesellschaft ein Problem, für den inneren Frieden einer Gesellschaft ein Problem, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns auf der großen Bühne Öffentlichkeit auf Augenhöhe zu begegnen, so zu begegnen, dass man respektvoll miteinander umgeht und den anderen nicht als Feind, als Problem, möglicherweise sogar als Biowaffe auf zwei Beinen bezeichnet. Es lässt sich ja, wie Sie das jetzt auch gerade beschreiben, ja zunehmend eine Symbiose, eine Art Gleichklang aus politischen und den medialen Deutungen des Geschehens beobachten. Worauf ist denn dieser Gleichklang Ihrer Ansicht nach zurückzuführen, Herr Mein? Das ist eine komplexe Frage, weil da viele, viele Mechanismen zusammenspielen. Man kann das erstmal beschreiben. Es gibt jetzt ja auch die ersten wissenschaftlichen Studien, die sich mit den Medieninhalten seit März 2020 beschäftigt haben. Die zeigen zum Beispiel, dass in den großen Talkshows Illner, Plassberg, Anne Will, hauptsächlich Exekutivvertreter, Politikvertreter zu sehen waren. Dass Karl Lauterbach die Liste der Talkshow-Teilnehmer mit weitem Abstand anführte, aber dass dann immerhin auf den Plätzen 2 und 3 Markus Söder und Scholz folgen. Also wir sehen, dass Politikvertreter in den Talkshows dominieren. Wir sehen auch in den Printleitmedien, dass dort die Perspektive der Politik dominiert, dass Bürgerinnen und Bürger eher wenig zu Wort kommen. Das hat zu tun mit der Nähe, Nähe in jeder Hinsicht zwischen Politik und Journalismus. Das ist zum einen eine Habitusnähe. Wir rekrutieren politische und mediale Eliten aus den gleichen Milieus. Das sind Mittelschichtsmilieus mit Aufstiegsorientierung. Diese Milieus treffen sich auch in den gleichen Kneipen. Man muss sich das nur mal in Berlin anschauen. Das Hauptstadtstudio der ARD ist fast in Steinwurfweite von den Machtzentren dieser Republik. Im Schatten dieser Machtzentren finden wir Kneipen, wo sich jeden Abend politische und mediale Eliten treffen. Da haben wir also nicht nur eine Habitusnähe, sondern auch eine körperliche Nähe. Wir haben einen Ressourcenüberhang auf Seiten der Politik. Wenn ich eine Zeitung führe, wenn ich eine Sendung mache, muss ich die irgendwie füllen. Ich muss sie jeden Tag füllen. Ich gehe dann dorthin, wo mir Quellen zur Verfügung gestellt werden. Bundespressekonferenz ist ein sicherer Anlaufpunkt. Da werde ich jeden Tag Dinge bekommen, die ich problemlos in meine Zeitung, in meine Sendung einspeisen kann. Bei Gegenstimmen ist das nicht so einfach. Wenn sich irgendwo Protestbewegungen bei jedem Thema, egal von, völlig unabhängig von Corona, wenn sich irgendwo Protestbewegungen formieren, dann haben die Schwierigkeiten, so eine professionelle PR-Struktur aufzubauen. Die Redaktionen sind klein, selbst die großen Redaktionen sind klein im Vergleich zu den PR-Apparaten, die sich Politik und Wirtschaft in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das Bundespresse- und Informationsamt hat 450 Mitarbeiterstellen. Die größten innenpolitischen Redaktionen in Deutschland haben so 30 Kräfte. Und die müssen jeden Tag Zeitung machen. Die müssen etliche Seiten füllen. Die haben überhaupt keine Zeit, mit den Apparaten zu konkurrieren. Wobei das Bundespresse- und Informationsamt ja nur die Spitze des Eisbergs ist. Wir haben in jedem Ministerium solche Apparate, in jeder Partei solche Apparate. Jeder Spitzenpolitiker
hat solche Apparate für Detailaufgaben. Tanni Koch zum Beispiel, Ex-Chefredakteurin von Bild vor Julian Reichelt, hat den Digitalwahlkampf von Armin Laschet geleitet, hat jetzt die CDU-Parteizentrale wieder verlassen, aber man leistet sich dann für einen kleinen Teil der Öffentlichkeitsarbeit, Spitzenkandidat, Digitalwahlkampf, leistet man sich eine professionelle Journalistin wie Tanni Koch. Also das ist schon ein deutlicher Ressourcenüberhang auf Seiten der politischen Apparate, wenn man das mal so nennen will. Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung auch viel mit der sogenannten Indexing-Hypothese, die ja im Grunde genommen, sie wurde in den frühen 90er Jahren in den USA, in den Kommunikationswissenschaften in den USA entwickelt. Diese Theorie, diese Hypothese gibt eine womöglich profunde Antwort auf die gerade gestellte Frage. Können Sie einmal erläutern, was es mit dieser Theorie auf sich hat und inwiefern diese Hypothese auch eine Erklärung darüber geben kann, wie mediale Wirklichkeiten entstehen und politische Narrative abgebildet werden? Ja, diese Hypothese fasst das, was ich gerade beschrieben habe, diesen Ressourcenüberhang auf Seiten der politischen Apparate, fasst es in eine Formel, die man dann auch empirisch überprüfen kann. Die Idee ist, dass der Journalismus nur eine Ableitung des politischen Apparates ist. Das, was nicht im politischen Apparat, also im Bundestag zum Beispiel, diskutiert wird, kann, sagt diese Hypothese, auch nicht in den Leitmedien vorkommen, weil die Journalistinnen und Journalisten keinen legitimen Sprecher, keine legitime Sprecherin finden, die sie zitieren können. Wenn ich in den Bundestagsfraktionen niemanden habe, auf den ich mich berufen kann, wenn ich in den Ministerien, in den Parteien niemanden habe, der mir Informationen zuspielt, auf wen soll ich mich dann berufen? Also Indexing als Ableitung der politischen Diskussion, wir können uns das in Deutschland angucken. Es mag sein, dass eine Bundestagspartei, die AfD, abweichende Ansichten auch in Sachen Corona-Politik vertritt, zumindest in Teilen dieser Partei. Es ist aber nicht wirklich legitim für den Medienapparat, AfD-Positionen zu zitieren. War lange in Deutschland so mit Linksparteipositionen so. Das hat sich geändert, seit die Linkspartei in einigen Bundesländern Regierungsverantwortung übernommen hat und auch im Bund ja als zumindest denkbare Partnerin von Regierungskoalitionen gehandelt wurde. In dem Moment wurde die Linkspartei auch legitime Sprecherin. Wir finden aber in der Linkspartei gerade in Sachen Corona-Politik jetzt eher Pro-Positionen oder vielleicht sogar noch Positionen, die eine Verstärkung der Maßnahmen oder eine Ausweitung der Maßnahmen fordern, als dagegen zu argumentieren. Also insofern können wir den Journalismus ein wenig aus der Verantwortung entlassen, weil der politische Apparat mit der Indexing-Hypothese in den Fokus rückt. Dort müssten Alternativen diskutiert werden, sie müssten offen diskutiert werden. Dann, sagt Indexing, dann könnten auch die Leitmedien offener über Alternativen verhandeln. Aber ist es denn nicht zutiefst problematisch, wenn die Medien im Grunde genommen den politischen Diskurs und alles, was dort als legitim betrachtet wird, lediglich abbilden? Wäre die Aufgabe des Journalismus nicht viel mehr, darüber hinaus zu gehen und gesellschaftliche Wirklichkeiten abzubilden und diese perspektivreich auch darzustellen? Oder wird das mittlerweile so pragmatisch betrachtet, dass der Journalismus einzig und allein auf diese Funktion quasi beschränkt wird? Ja, ein Problem wird das eigentlich nur dann, wenn die repräsentative Demokratie nicht funktioniert. Insofern kommen wir jetzt eigentlich zum Kern des Problems. Wir kommen zu den Dysfunktionalitäten der repräsentativen Demokratie. Wenn wir alle Positionen, die in der Bevölkerung da sind, alle Milieus im Bundestag entsprechend vertreten hätten, dann wäre das kein Problem, wenn der Journalismus nur eine Ableitung ist. Dann wäre der Journalismus einfach die Bühne, auf der sich die unterschiedlichen politischen Positionen begegnen könnten. Wir könnten das beobachten, könnten, wenn wir merken, da fehlt irgendwas, bei der nächsten Wahl korrigierend eingreifen. Wir könnten vorher auf die Straße gehen. Wir könnten unsere Mittel als Bürger nutzen. Wir könnten Petitionen schreiben und ähnliche Dinge machen. Wenn wir in den Bundestag schauen, wir müssen ja nur zur Berufsherkunft der Abgeordneten dort ein bisschen recherchieren. Wir müssen uns angucken, aus welchen Milieus die Parteienvertreter da kommen. Dann finden wir schon dort eine problematische Verengung der Auswahl. Wir finden schon dort manche Milieus bei weitem nicht so repräsentiert, wie das nötig wäre, um den Austausch der Positionen in der Gesellschaft gewährleisten zu können. Dann könnte der Journalismus eine korrekt,
Strukturfunktion haben, könnte in andere Milieus hineingehen, könnte deren Positionen artikulieren. Und da haben wir dann halt dieses Habitusproblem. Wenn wir im Journalismus eher Mittelschicht-Akademiker aus Großstädten haben, auch weiße Mittelschicht-Akademiker aus Großstädten, dann haben die relativ wenig Berührung zu den, zum Leben einer Kassiererin, einer Lokführerin, eines Schaffners, eines Menschen, der morgens um 16:30 die Bürogebäude sauber macht. Da fehlt dann einfach der Austausch der Lebenswirklichkeiten. Auch über die Wohngebiete wird das nicht mehr sichergestellt, weil wir da eine Abschottung der einkommensstärkeren Milieus haben. Man zieht dann raus in grüne Speckgürtel, die für die unteren Schichten gar nicht mehr bezahlbar sind. Also insofern kann der Journalismus auch soziostrukturell diese Aufgabe korrektiv nicht leisten. Wir müssten also, wäre die Schlussfolgerung, für mehr Diversität in den Redaktionen sorgen, wobei Diversität nicht einfach bedeutet, mehr Frauen, mehr Menschen mit anderer Hautfarbe in die Redaktionen zu haben, sondern wir bräuchten ganz andere Lebenserfahrungen in den Redaktionen. Wir müssten den Berufszugang öffnen. War vor 30 Jahren eigentlich nicht denkbar, dass nur Menschen mit Hochschulabschluss in den Redaktionen sitzen. Da saßen Abbrecher, da saßen Autodidakten. Die haben ganz automatisch mit einer anderen Sprache gesprochen, andere Themen in die Öffentlichkeit gebracht, als Menschen, die irgendwie alle den gleichen Bildungshintergrund waren. Die waren auch irgendwie alle mal ein Jahr mit Erasmus im Ausland oder haben in den USA studiert, haben eine Weltreise nach Lateinamerika oder Asien gemacht. Also das formt natürlich mein Weltbild. Das formt das, was ich für wichtig und was ich für weniger wichtig halte. Jetzt gibt es ja auch Akteure, sage ich mal, die den Journalisten unterstellen, dass sie alle gesteuert seien. Demgegenüber verwehren sich ja die meisten Journalisten. Auch ein Klaus Kleber, wenn ich mir dessen Ausführungen anschaue, dann betont er immer wieder, dass er absolut frei in seiner Berichterstattung ist und dass es keine übergeordnete Macht gibt, die ihm von oben quasi befiehlt, was er zu schreiben und zu sagen hat. Wie würden Sie das Ganze denn einordnen? Ist es so, wie Klaus Kleber sagt, und dass die Journalisten wirklich frei in ihrer Gestaltung sind? Oder haben die Kritiker vielleicht auch ein Stück weit recht, wenn sie sagen, das Ganze wirkt wie gesteuert und da muss doch quasi eine übergeordnete Macht dahinter stehen, die das Ganze leitet und in eine gewisse Richtung lenkt? Punkt eins, es gibt eine Vielzahl von Arenen, wo sich Politik und Journalismus begegnen, wo man sich permanent austauscht, wo man abgleicht, was haltet ihr für gut und richtig, was halten wir für gut und richtig. Als Journalistin weiß ich, was die Politik für gut und richtig hält. Punkt zwei, es gibt die Anrufe. Nicht permanent, nicht jeden Tag, aber es gibt Anrufe aus den Zentren der Macht in den Redaktionen, wo ich als Redaktion zurückgespielt bekomme, wie die Staatskanzlei das empfindet, was wir da gemacht haben. Punkt drei aber, das ist, glaube ich, wichtiger, das erklärt, warum Klaus Kleber mit gutem Recht sagen kann, dass er nicht das Gefühl hat, gesteuert zu werden, dass er das Gefühl hat, frei arbeiten zu können. Punkt drei ist, dass in eine Position wie die von Klaus Kleber nur der kommt, der, wie das mein Kollege Uwe Krüger nennt, den wir schon zitiert haben, der erfolgreich sozialisiert worden ist. Ich arbeite hier mit dem Propagandakonzept von Jacques Ellul, einem französischen Theoretiker, der jetzt auf Deutsch, 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung, auf Deutsch verfügbar ist. Jacques Ellul sagt, okay, es gibt politische Propaganda. Es gibt den Versuch von Parteien, von Regierungen, die Öffentlichkeit für ihre Maßnahmen, für ihre Entscheidungen zu mobilisieren, diese Entscheidungen zu legitimieren. Was aber viel wichtiger für Jacques Ellul ist, ist das, was er soziologische Propaganda nennt. Die Werbung für eine bestimmte Lebensweise, für eine bestimmte Ideologie, für ein bestimmtes Weltbild. Diese soziologische Propaganda beginnt in der Schule, geht an den Universitäten weiter, wird dann fortgeführt, wenn ich Volontärin werde, wenn ich ein kleiner Redakteur bin. Und nur diejenigen, sagt Jacques Ellul, die diese Lebensweise, diese Ideologie, die über soziologische Propaganda verbreitet wird, internalisieren, haben die Möglichkeit, an Sprecherpositionen wie die von Klaus Kleber zu kommen oder einen Spielfilm mit politisch bestimmten Geldern in deutsche Kinos bringen zu können. Also nur erfolgreich sozialisierte Gesellschaftsmitglieder kommen in solche Sprecherpositionen und haben dann ganz natürlich das Gefühl, dass sie niemand steuert, dass ihnen niemand Anweisungen gibt, weil sie das von alleine machen. Sie haben es ihr Leben lang nicht anders gelernt. Auch das spricht für mehr Diversität in den Redaktionen. Das heißt, eine Person wie Klaus Kleber oder andere
Sogenannte Alpha-Journalisten werden immer sagen, ich kann ja frei und unabhängig arbeiten, aber gleichzeitig würden sie dem entgegenstellen, dass sie an dieser Position, an der sie sind, nur an diese Position gekommen sind, weil sie eben dementsprechend sozialisiert worden sind und die entsprechenden Haltungen und Positionen auch vertreten, die in den Redaktionen gerne gehört werden. Verstehe ich das richtig, Herr Mein? Ja, jede Wahrheit, in Anführungsstrichen, ist mit einer Perspektive verbunden. Eine Wahrheit ist für mich eine Aussage, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, mit dem, was ohne unser Wollen da ist. Jede Aussage über die Wirklichkeit ist mit einer Perspektive verbunden. Wenn wir nur eine oder einige wenige Perspektiven in den Leitmedienredaktionen haben, haben wir nur eine oder einige wenige Wahrheiten, Aussagen, die für sich beanspruchen, mit der Wirklichkeit übereinzustimmen. Wir brauchen, das ist mein Plädoyer, mehr Perspektiven auf die Wirklichkeit in den Redaktionen, damit wir mein Ideal, gesellschaftlicher Auftrag, Öffentlichkeit, Pluralismusideal verwirklichen können. Herr Dr. Mein, das ist ein starkes Abschlusswort. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen, und Ihnen weiterhin alles Gute. Danke Ihnen für die Fragen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, und bis zum nächsten Gespräch hier bei Epoch Times. Ciao.